Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe einen Dommer dabei. Servus! Und wir gucken uns heute an Dredge gegen Show and Tell. Dreck gegen Erzählstündchen. Ja. LED-less Dredge mit Warhammer-Karten. Ja, so, und auch eine Budget-Option. Oh, ist so weit jetzt so, das ist gar nicht so Budget-Option, weil man. Oh, ich meine, noch 5 ist natürlich schon mal bitter. Weil Dredge eigentlich auch ohne LEDs sehr gut vorankommt und funktionieren kann. Ja, weiß ich auch, habe ich schon gespielt. Gerade jetzt mit den neueren Karten. Es gab ja in Midnight Hunt diesen Fancy, den du aus dem Friedhof nochmal für 2 Mana flashbacken kannst, ob aus den 3 Karten angucken kannst, die viele Karten in den Friedhof werfen. Und Poxwalker und so weiter und so fort. Das waren schon wirklich, ja, die Poxwalker, dass die da drin sind, das war irgendwie so wild. Ja, ja, das ist ziemlich gut, weil, was die Leute nicht wissen, Poxwalker kommt aus dem Friedhof, wenn ein Spell aus dem Friedhof gecastet wird. Man castet einen Spell, indem man den announced, die Kosten bezahlt und dann castet. Das bedeutet, Poxwalker sieht, wie der Spell aus dem Friedhof gecastet wird. Weil man hat sie dafür geopfert. Also wenn man sie dafür geopfert für den Flashback. Und kommt dann du meinst, das ist bei Cable Therapy. Genau. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Aber langsamer Start für beide irgendwo. Ein Mana, ein Schaden, und was kommt da jetzt? Hä? Verstehe ich nicht. Ich glaube, da wurde, glaube ich, realisiert, dass das Fancy in the Sauce. Das ist Fancy in the Sorcery. Was? Achso, das. Für ein blaues Mana guckt man übrigens 3 Karten an. Yo, kann die weglegen, wenn man möchte. Oh. Das ist Brainstorm auf der anderen Seite. Show and Tell gegen Dredge. Vom Matchup her eher Favorite Show and Tell, oder? Glaube auch. Ja, Dredge kann halt sehr explosiv sein. Das ist aber, glaube ich, ohne LEDs selten. Na, da ist das Fancy, ist auf jeden Fall eine Instant. Wenn Christoph jetzt natürlich seinen Normal Lands Pile spielt, den der immer hat. Ja, kann das passieren. Also gerade jetzt. Ich finde es halt super interessant, dass es jetzt ja gerade die neuere Version von Show and Tell ist. Man sieht auch schon die. Die Fable. Fable of the Mirrorbreaker in der Hand. Und da war der auch Archons. Archon, ja. Was hältst du von der Diskussion mit der neuen Atraxa? Ich bin gespannt. Also tatsächlich, die Atraxa ist schon ganz cool im Show and Tell. Ich glaube aber nicht, dass sie an den Grizzle Daddy reinkommt. Ich bin vielleicht zu oldschool, aber Grizzle Daddy ist schon geiler. Ja, die ist halt fliegend Wachsamkeit, Lifelink, Death Touch. Ja. Die hat kein Trampel. Ja, das stimmt. Aber sie kann halt auch viel machen. Sie zu bouncen macht mehr Spaß, wie einen Grizzle Daddy zu bouncen. Also für den Spieler, der sie spielt. Ja. Und sie findet halt natürlicherweise im Show and Tell extrem viel, weil sie halt Instant, Sorcery, Artifact, Enchantment, Land, Creature. Sind 6 von 8 Types. Ja. 9 mittlerweile, Entschuldigung. Kann sie finden, das ist halt. Das ist schon sehr gut. Was ist das für ein Ding? Das ist ein Summer Veil. Veil of Summer. Veil of Summer. What the freaking. Rainboard Veil of Summer. Wow. Das war ballsy. Da wurde nicht gedredged. Da wurden der Ding wurde nicht. Da kommt ein Erzählstündchen. Ja. Wow. Stinguidem. Der hat immer einen fliegend Death Touch. Oh nein! Oh doch. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh doch. Fliegend Death Touch. Da lässt du liegen und dann ist Jugend. Dann judge man jetzt hier 5. Und 5 tief. Breakthrough ist ja. Das war nicht gut. Nee, das war nicht so gut. Oh. Da fehlt mir der Dredge oder ähnliches. Du greifst nicht an. Nee, man könnte Cable Therapy flashbacken, aber ich glaube, man will das blocken. Wirklich. What? Cable Therapy hast du selber. Target ist man selber. Wahrscheinlich. Wäre ich mir jetzt noch nicht mal sicher. Ich glaube, der hat ihn getargetet. Was? Warte. Show and Tell. Nee, Force of Will Days und den. Ja, vor allem, wieso targetst du den Show-and-Tell-Spieler, wenn der Grizzlebrand liegen hat? Der zieht gleich 7 Karten. Jo, der zieht gleich mehr als 7 Karten. Dann nicht, weil unbedingt dieses Ding durch muss. Ist kein Battle drin. Breakthrough. Ja. Achso, da war noch ein Days, okay. Ja, und das ist dann jetzt ziemlich schnell over. Man geht jetzt hin, der Spieler zieht. Spielst du jetzt kein Land? Spielst du ein Land? Nee, noch nicht.
Amana Pool Land, okay. Kann man machen, muss man nicht. Spielt man echt nur die Fable? Hm, spannend. Dass man mit dem Grizzle Daddy einfach keine Karten zieht. Das ist der aus dem Secret Lair, oder? Das ist der Secret Lair Daddy. So, da kommt der Token. Token holt die Giro, komm, lässt grüßen. Und dann haut mal für 7. Dann haben wir noch 27. Oh, man ist aber hier wirklich, wirklich safe mit dem Ziehen. Also das muss man echt sagen, man geht hier wirklich safe, dass man hier nicht... Okay, auf der anderen Seite, musst du jetzt committen. Ja. Genau das. Aber viele Spieler würden es jetzt halt tun, deswegen finde ich das sehr interessant, dass es nicht getan wird. Da ist eine Nahkammer, sind zwei Nahkammer, mit drei Nahkammer, mit zwei Nahkammer. Weil ich weiß nicht, wie gut das ist, ihr halt im... Im Hoggag und mit der Cable Therapy im Gesicht. Weil wenn du was ziehst und du kannst es nicht droppen, dann lieber patient sein und im Zweifelsfall reagieren. Ja, das stimmt. Und du kannst jetzt immer noch End of Turn ziehen. Das stimmt. Würde ich hier wahrscheinlich auch tun. Ja, du hast dicke die Leben, bist dann wieder auf 20. Nee, also man ist natürlich vielleicht vorsichtig, weil man hier nicht genau weiß, was Stretch tut. Stretch ist auch nicht mehr das alte Weltdeck, das man jeden Tag sieht. Das wird da gemacht. Okay, Therapy, Target Du, Trigger, nee. Nee, Target mich, Boxbocker. Ah, da kommt getappt rein. Shade. Shade von Hogarth, Shade. War da nicht irgendwo eine Bridge drin? Ich weiß es gerade nicht. Okay, da werden 7 Leben ausgegeben für den Ziegen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auch geil, wenn man einfach die Cable Therapy auf sich selber vorwählt. Ist die Frage, ob man das wirklich tut, ne? Wow. Der reißt irgendwie den Sand. Und noch ein Poxwalker auf der Hand. Ja, dann Draw Trigger. Draw Trigger. Zwei Karten abwerfen. Ja, kannst du safe 2 Karten reinschmeißen, du hast ja einen ganzen Arsch auf der Hand. Ja, ist einfach genug Karten gezogen. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut, was da geht. Oh, da ist Emmy. 2 ziehen, dann reinschaffeln. Jupp. Das ist schon spannend, tatsächlich, wenn man jetzt einen Emmy abgeworfen hat und ich habe gesehen, dass ein Showtel auf der Hand ist, spielt man wirklich, wirklich, wirklich patient. Ja, okay, der Poxwalker macht ja jetzt nichts. Also du weißt ja safe, was er reinlegt, wenn du ein Show and Tell spielst. Deswegen wird wahrscheinlich noch irgendwas kommen. Ja. Da ist ein Petal, da ist ein Petal. Sneak Attack. Sneak Attack. Das Böse. Emrakul. Oh, und tschüss. Das ist genau das, weswegen, also wenn Dredge schnell genug committet, kann das funktionieren, aber das hier war jetzt halt auch... 4 Vorsachen, sagt man. Ja klar, du brauchst ja irgendwie kein Kombo. Das stimmt. Stimmt. Und der Blaukauen ist hochgegangen durch das Fancy und so weiter. Ja. Dementsprechend kannst du es wahrscheinlich wesentlich besser bezahlen wie sonst. Ja. Bei Show and Tell ist einfach Graveyard Hate. Ja, das ist ja... Oder gehst halt... Leylines. Mulligan von Dredge. Und von Show and Tell. Der hat eine Karte drunter gelegt. Wer malt hier besser? Ich glaube tatsächlich Dredge. Dredge kann halt wirklich mit ein, zwei Karten wirklich coolen Stuff machen. Ich glaube auch. Schmeißt du schon wieder 2 Karten weg? Ja, du hast und du hast so safe. Ja, schon wieder auf 5. Das ist auch bitter. Aber 5 ist halt machbar. Was ist das? Für die Gemstone-Coverns. Ah. Die gespielt. Puh, nee. Schon sagen. Zieh 2 Karten, F2 Karten ab. Sehr, sehr mächtig. Sehr, sehr gut. Ja. Ich faithless Looting. Careful Study, genau. Auch hier wieder Blau-Count erhöht. War das ein Petal? Ne, es war kein Petal, aber da ist noch ein Breakthrough auf der Hand. Und ein Stinkweed Imp und eine Bridge.
oder was liegt da noch drunter? Genau, das Ding mit dem Bridge sind im Grave. Boah, dredgst du jetzt. Safe. Musst safe du eigentlich, wenn du das Breakthrough auf der Hand hast, gehst du safe hier und dredgst. Machen wir den Fehler. Ich hätte es auch safe gedredged. Jetzt spielt er das Breakthrough. Ich hätte auch mit X-Lay 1 gespielt. Ja, damit du eine Karte auf der Hand behalten kannst. Ja. So spielt man halt um Dates rum. Brainstorm. Mhm. Weil wenn der jetzt einen Counter frindet... Affe. Ey, die Liste ist so skurril. Leck mich am Arsch. 4. Ne. Wolf. Pff, 4. Dann ist Kartenband jetzt auf 0 runter. 0 ist halt wirklich bitter. Ja. Du hast jetzt nichts mehr in der Hand. Du musst nächste Runde nur über den... Weil zum Beispiel den Grief hat es in der Hand. Voll Gemstone covern, krass. Aber man hätte man einfach einen Breakthrough behalten können, hätte nächste Runde wieder Breakthrough spielen können. Ja. Leider man wirklich X-Lay 1 nehmen können. Ich meine, man hat jetzt auch den Punkt mit dem anderen, aber Sneak Attack, Affe, Grusel Daddy, C7. Ja. Das kann man halt mit dem Deck auch machen. Ist die Frage, ob man die Breakthrough überhaupt drin lässt, wenn man Force of Wills reinnimmt. Ist die Frage, was du generell. Ich kenne die Liste gar nicht mehr. Deswegen wenn ihr die Liste sehen wollt, ich habe einen Backdeck dazu hochgeladen von und nicht mal 2 Wochen oder 3 Wochen. Lustigerweise. Weil da müssen wir halt mal gucken, was man überhaupt rausnehmen könnte. Ja, Kollege, hast nichts gezogen oder was? Ja. Geh auf 13. Okay, hast ja die rote Mana hast ja da liegen. So, dann nimmst du sowohl ein Grizzle-Teil. Menge. Also da ist eine Menge drauf, das Ding. Die halt vor allem habe ich halt keine Creature gesehen. Das war ein Forsoffel, das ist ein Show and Tell. Ist das ein Blatt? Das ist ein Blattmoon. Jo. Kann man machen. Ihr schneidet den halt komplett vom farbigen Mana ab, ne? Ja. Ach ja. Dings kannst du ja auch noch. Aber wie? Mit dem Cephaliden-Kolosseum. Der doch. Er hat ja kein Mana mehr. Der hatte 2 enttappte Mana. Ah, der gibt's überhaupt? Ich glaube, das macht er in der Upkeep. Oh, das macht viel Sinn. In der Upkeep und dann. Ja. Und dann Discard 3 und dann geht man jetzt nochmal in den Grave Draw für 6. Ja. Also oder so muss hier noch irgendein Draw rein. Oder man nimmt jetzt wirklich einen Natural Draw, das wäre aber irgendwie schwierig. Nee. Ja, da kommt der Grave Draw. Nope. Gar nichts. Keine Nakromöbe, kein Ichurit, die ganze Zeit nicht. Kein einziger Kein Ichurit, keine Nakromöbe. Und man hat von Anfang an die Bridge im Friedhof gehabt. Ja, und keinen einzigen Zombie gehabt. Beziehungsweise der Zombie dürfte jetzt auch nicht mehr da sein. Der Bridge dürfte jetzt raus sein, weil der Grizzlebrand gestorben ist. Stimmt, ja. Aber das ist schon das bitter. Das ist schon hart. Aber das passiert bei Dredge halt. Dredge hat super explosive Starts. Dredge ist ein wunderschönes Deck. Kann wirklich, wirklich, wirklich cool was reißen. Ja, manchmal stirbst du gegen dein eigenes Deck oder verreckst gegen einen Counter. Ja, das stimmt. Hier kommt der Emmerkill. Ja, okay, da ist halt der dicke Dude und dann machst du nichts mehr. Jo. 2-0 für Show and Tell. Trotzdem nochmal cool Dredge zu sehen. Ja. Und ja. Schönes Deck. Ja. Show and Tell werdet ihr demnächst vielleicht noch ein paar Mal mehr sehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis dahin. Ciao, ciao.